diese Funktastaturen und diese Funkmäuse sind ja eigentlich eine schöne Erfindung, ne? Aber was ich mich die ganze Zeit frage, was hindert uns das eigentlich so zu machen? Wie damals mit unseren Taschenrechnern, hä? Weil, es war schön, dass man da Akkus reinmachen kann, ne? Aber trotzdem, das nervt jedes Mal, wenn man die Tastatur wirklich braucht, ist der Akku leer. Da eine automatische Solarladeregelung reinzubauen, dürfte doch wirklich kein großes Ding sein, oder? Hier ist das Ding schon mal auf einem Steckboard aufgebaut. Finde ich eine ziemlich coole Schaltung. Die funktioniert mit einer Blink-LED. Ne? Also das heißt, immer wenn diese LED blinkt, schaltet die den Kondensator durch. Das heißt, der Kondensator, der kann sich hier richtig schön ansammeln. Und es muss nicht vollster Sonnenschein sein. Ne? So ein bisschen Licht reicht dann auch schon dafür aus. Ja, hier nehme ich es dafür, um die Autobatterie so ein bisschen zu unterstützen, ne? Sagen wir es mal so. Also richtig laden kann man damit natürlich die Autobatterie nicht, aber solche kleinen Akkus dürften schon funktionieren. Ja, auch für die Impulsladeschaltung für Solarpanels an Akkus brauchen wir auch gar nicht so viele Bauteile. Also zwei Dioden, ich habe 4001er genommen, kleinere dürften auch funktionieren, die dann schon ab 0,35 Volt den Strom durchlassen, aber die funktionieren auch. Ja, zwei Widerstände, auf alle Fälle einen 2,2K Widerstand, um den Transistor dann anzusteuern und ja, der Widerstand, der muss nach der Spannungsquelle hier bemessen werden. Ne? Also hier bei der hier habe ich einen 33 Kilo Ohm Widerstand genommen, damit es mir die Blink-LED nicht durchhaut. Ja, hier bei unserem kleinen Panel, das ist ein bisschen schwächer. Ne? Ich schätze mal so, dass es so um die 9 Volt maximal abgeben dürfte. Gehe ich jetzt mal mit einem 10 Kilo Ohm Widerstand ran. Ja, dann einfach noch unseren Zwischenspeicher, ne, der hier vorne eingebaut ist. Hier bei dem habe ich 2200 Mikro bei 25 Volt. Ist für eine 12 Volt Batterie gedacht, wie gesagt. Wir wollen hier aber nur zwei 1,2 Volt Akkus in Reihe laden, ne, die hier. Ja, und dafür reicht auf alle Fälle ein 6,3 Volt 1000 Mikro Fahrrad. Müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, dann diese Transistoren zuerst. Ich glaube, ein NPN ist das, der 3904, 2N3904 und ein PNP, der 3906, also 2N3906. Ja, und Herzstück von dem ganzen Ding ist unsere Blink-LED, ne? Ja, es gibt sowas wirklich. LEDs, die von alleine blinken, die haben dann hier noch so ein schwarzes Ding drauf, ne? Also im Gegensatz zu den normalen LEDs, das sind normale LEDs, da sieht man nichts, dass die mit einem schwarzen Beguss drin oder sowas. Ja, bei den Blink-LEDs ist das dann aber der Fall. Naja, wollen wir das Ding halt mal zusammenschustern, wa? Gucken, wie es funktioniert. Also, ne, lange, lange Seite bei LEDs ist immer Plus, ne, und die kurze Minus.
Ja, so schaut sie jetzt aus. Und dieser NPN-Transistor wird rumgedreht, ne, damit er wunderbar in die Schaltung so reinpasst. Der hier bleibt so stehen, wie er ist. Das ist der dann hier, ne? Ja, dadurch ich hier nur Neonlicht habe, ne, da kommt nicht so viel Energie hier drauf. Die hat im Leerlauf, glaube ich, 5 Volt gehabt. Jetzt sind wir hier schon bei, habt ihr vorhin gesehen, ne, 2,5 Volt. Da brauchen wir schon noch ein bisschen mehr, damit die Blink-LED hier mit Blinken beginnt. Ja, dann wollen wir mal rechtes Sonnenlicht emulieren. Ne? Moment. So, das ist richtiges Sonnenlicht. Blinkt da schon was? Irgendwie blinkt hier noch nichts. Oder blinkt hier doch was? Funktioniert's? Hey, irgendwas funktioniert da nicht so, wie es funktionieren sollte, wa? Immer diese Anfangsschwierigkeiten. Ach doch, es blinkt. Es blinkt, aber ich glaube, es blinkt doch. Nur, ich glaube, der Widerstand hier, den ich hier mit 33 Kilo Ohm hatte, ne, der ist doch ein bisschen zu groß, auch noch mit 10 Kilo Ohm. Ich habe hier nur einen 10 Kilo Ohm Widerstand drin. Okay, also tun wir den jetzt mal noch ein bisschen runtersetzen. Nehmen wir mal so 2 Kilo Ohm, 2,2, wa? Dann müsstet ihr eigentlich richtig hell blinken, auch bei wenig Licht. Ja. Gut, okay, haben wir hier schon mal so viel nichts verkehrt gemacht. Aber mal gucken, ob dann auch was geladen wird, ne? So, jetzt haben wir 2,2 Kilo Ohm drin. Ein bisschen nach oben biegen. Okay. So, da blinkt immer noch nichts, ne? Mal ein kleines bisschen. Ja, wo sind wir da momentan mit der Voltzahl? Bei dem bisschen Licht, was wir hier haben. Ja, 2, ja, steigt langsam, ne? Wenn ihr das seht. So, da frisst sich jetzt langsam dieser Kondensator voll, ne? Und irgendwann schaltet er dann halt mal durch. Mal gucken, ob wir das ein bisschen beschleunigen können. Ach, wo ist die Lampe hin hier? Jawohl. So, aber da ist natürlich, ne? Sie blinkt. Das, was er machen soll. Seht ihr das? Ja, ziemlich schwach, aber gut, zum Durchschalten müsste es eigentlich reichen. So, tun wir gleich mal ein anderes Messgerät an den Ausgang hängen. Ne? So soll das nämlich aussehen. Ne? Ich habe jetzt keinen Akku dran, aber so pulsierend kommt dann die Spannung hier hinten raus. Sie blinkt jetzt nur noch ganz wenig. Wollen wir mal wieder ein bisschen Sonne drauf geben, wa? Jawohl. Genau. So sieht das besser aus, ne?
Was hast du? Ah ja, da hat einen kleinen Hänger gehabt. Jawohl. So pulst es dann eure Batterien voll, ne? Okay. Also, ab damit in die Tastatur. Noch ein bisschen. Habe ich die Schaltung noch ein bisschen verkleinert. Ja. Ja, dann kommt also hier dann Plus raus und das hier ist die Minusseite, ne? Genau, und da dazwischen kann man jetzt hier unseren Akku anschließen. Ja, also bis 6,3 Volt, also zwei AA-Batterien in Reihe. Das dürfte funktionieren. Also von der Idee mit der Tastatur bin ich weggekommen, weil ich habe mir dann überlegt, ich habe ja gar keine Ladeschlusskontrolle drin, ne, dass mir dann die Batterien irgendwann mal durchfetzt. Dann habe ich mir gedacht, in diesen Handy-Akkus sind normalerweise solche Begrenzerbauteile eingebaut. Also habe ich jetzt die Schaltung, ne, einfach mal an ein altes Handy rangebastelt. So ist momentan der Voltstand. Also voll nieder. Ja, mal gucken, ob der ein bisschen höher wird, wenn wir da ein bisschen Licht drauf geben. Also ja. Scheint zu funktionieren. Okay. Mal gucken, ob er dann auch wirklich abschaltet. Ja, vielleicht sollte ich mal noch einen kleinen Schalter hier reinbauen, ne? Also der dann zwischen Laden und Betrieb hin und her schaltet. Ich weiß jetzt nicht, ob das Handy funktioniert, wenn das immer diese Pulse bekommt, aber der Akku wird schon mal ordentlich geladen. Ja.